Kinder. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Pfingstgeschichte. Wir freuen uns, dass ihr wieder auf unserer Lebensseite seid und dieses kleine Video angeklickt habt. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Wisst ihr, warum wir Pfingsten feiern? Na, da feiern wir eine Geburtstagsparty. Wie jetzt Geburtstag? Naja, Heiligabend hat Jesus Geburtstag. Na und jetzt? Und jetzt feiern wir den Geburtstag unserer Kirche. Aber irgendwie war doch da noch etwas mit dem Heiligen Geist, oder? Wie Heilige Geist? Gespenst? Nein, du meinst sicher den Heiligen Geist. Sag ich doch. Am besten, wir schauen uns die Geschichte mal alle gemeinsam an. Und ich kenne da noch ein Lied dazu. Na, dann mal los. Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas geschehen. Die Jünger reden ohne Angst und jeder kann's verstehen. Hört, 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 hört und jeder kann's verstehen. Hört, 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 hört und jeder kann's verstehen. Zum jüdischen Erntedankfest in Jerusalem, da steppte der Bär. Das heißt, da war richtig was los. Die Menschen kamen aus Nordafrika, aus Griechenland, aus Rom, aus Syrien, aus Asien und überhaupt aus der ganzen damals bekannten Welt. Auch die Freunde Jesu hielten sich in Jerusalem auf. Im Haus eines Freundes trafen sie sich und hörten das fröhliche Gekicher der Leute gedämpft durch die kleinen Fenster. Aber ihnen war nicht zum Lachen zumute, denn sie waren traurig, weil Jesus nicht bei ihnen war. Seine Freunde erzählten sich zwar coole Geschichten von ihm, aber sie hatten keinen Plan, wie es mit ihnen jetzt weitergehen sollte, so ohne ihren Jesus. Plötzlich heulte und brauste ein Sturm durch das Haus, dass die ganzen Vorhänge flogen. Erschrocken blickten sie sich an. Auf einmal erschien es ihnen, als ob sie helle Flammen sahen. Sie spürten, dass es ihnen ganz warm um ihr Herz wurde. So erschien ihnen der Heilige Geist Gottes. Und plötzlich hatten sie wieder Kraft, Mut und super Ideen. Den Freunden von Jesus ging buchstäblich ein Licht auf.
und sie brannten darauf, all den Menschen von Jesus zu erzählen. Sicher kennt auch ihr dieses Gefühl, mit großer Begeisterung für etwas Feuer und Flamme zu sein. Viele Menschen kamen herbei. Alle waren verwundert, weil sie die Geschichten von Jesus in ihrer Muttersprache hörten. Arabisch, Latein, Griechisch, bestimmt zwar kein Sächsisch und Bayerisch, aber noch allerlei andere Sprachen waren zu hören. Jetzt verstanden sie, was über Jesus, Gott und die Welt geredet wurde. Ein ganz Vorwitziger machte sich aber über die Jesus-Fans lustig und sprach: Seid ihr denn besoffen, weil ihr zu viel Wein getrunken habt? Das ließ Petrus nicht auf sich sitzen und erklärte: Quatsch, keiner von uns ist besoffen. Gott hat uns durch seinen Heiligen Geist die Gabe gegeben, in vielen Sprachen von Gott zu sprechen. Da fragte eine begeisterte Frau aus der Menge: Was bedeutet das für uns? Petrus rief: Wer zu Jesus gehören möchte, kann ein neues Leben anfangen und sich taufen lassen. So entstand die erste christliche Gemeinschaft. Aus diesem Grunde feiern wir heute den Geburtstag unserer Kirche. Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehen. Die Menschen hören, was Gott will und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Lasst uns gemeinsam beten. Du Gott, der vielen Namen, zu dem es viele Wege gibt. Dein Geist will uns zu freien Menschen machen. Schenke uns deinen Geist der Liebe und des Humors, des Vertrauens und der Geduld. Hilf, dass wir uns verstehen, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Gott schickt uns in die Welt. So geht hin mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Lasst uns mitnehmen den Frieden Christi, die Liebe Gottes und die Stärkung des Heiligen Geistes. Amen.